Guten Tag. Heute möchte ich gerne Übungen für Dreiklänge schnell präsentieren. Ich schlage vor, dass wir einen Dreiklang in Sechzehntel einteilen. Also immer vier Töne über eine Oktave, der Dur-Dreiklang. Wir bleiben ja immer erst einmal in G-Dur. Danach folgt der Septakkord und dann der Verminderte. Nun, diese vier Töne können wir mit Fermaten versehen. Zunächst der erste Ton mit Fermate, dann der zweite Ton mit Fermate, dann der dritte Ton mit Fermate und dann der vierte Ton mit Fermate. Das ist jeweils eine eigenständige Übung. Ich zeige einmal gleichmäßig die Dreiklänge über die Oktaven und danach die Fermate. Jetzt kommt die erste Fermate. Jetzt Fermate auf dem zweiten Ton. Jetzt Fermate auf dem dritten Ton. Nun die Fermate auf dem vierten Ton. Ja, diese Übungen habe ich jetzt in einem mittleren Tempo vorgespielt. Man kann natürlich diese Fermaten und die anschließend schnelleren Töne, das kann man natürlich auch viel, viel langsamer spielen, wenn man am Anfang ist. Man könnte auch zum Beispiel zweite Fermate, zum Beispiel zweiter Ton. Ja, das hängt davon ab, wie schnell man schon geübt ist im Denken und im Vorstellen der Töne. Ja, danach machen wir den Dreiklang dann zusammenhängend über drei Oktaven, etwas fließender. Und vielleicht noch fließender. Nicht? Das ist dann vielleicht am Ende ein gewisses Ergebnis nach einer Woche. Dann gibt es eine kleine Übung, dass wir wieder sagen, der Dreiklang über drei Oktaven, erstmal Achtel, dann Triole und dann Sechzehntel. Wir kennen das schon. Jetzt Sechzehntel. Jetzt können wir noch eine kleine Übung hinzufügen. Und zwar nehmen wir das Metronom zur Hilfe. Ich schaue mal. Vielleicht nehmen wir das Metronom auf 60. So. Und wir spielen jetzt immer einen Ton mehr in dem Dreiklang. Ich zeige mal, wie das ungefähr sein könnte. Ja, ich glaube, das konnte man ganz gut hören. Immer einen Ton mehr. Erst die erste Oktave und immer einen Ton mehr. Und der Rhythmus ist unten auf 60. Und jetzt gehen wir mal mit dem Rhythmus auf 75. Schauen wir mal. Und immer einen Ton mehr.
Ja, nun kann man diese Übungen, die wir jetzt in dem Dur-Akkord gezeigt haben, natürlich auch in den anderen Akkorden üben und übertragen, nicht? Also beim Septakkord jetzt. Dann. Nicht? Und dann haben wir den zweiten Ton, den dritten Ton und den vierten Ton mit der Fermate. Das muss man dann eben übertragen. Und am Ende können wir wieder. Nicht? Und dann haben wir wieder die Möglichkeit mit dem Metronom, also. Haben wir dann mit dem Metronom wieder die Möglichkeit, über drei Oktaven diese Übung zu machen. Und danach kommt dann der verminderte Akkord. Nicht? Der eben dann die Übungen auch wiederholt in der Attitüde, wie wir sie vorher schon hatten. Soweit zu den drei Klängen schnell. Auf Wiedersehen.